Herzlich willkommen zu einer neuen Weihnachtsfolge auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch zwei Rentier-Bastelideen. Also viel Spaß beim Zugucken und Nachmachen. Für das erste Projekt zeichnet ihr euch auf Papier einen Rentierkörper auf. Hier habt ihr die Maße meiner Vorlage. Die Papiervorlage schneidet ihr aus und steckt sie auf ein doppelt gelegtes Stück Stoff. Ich würde cremefarbenen oder braunen Stoff verwenden, je nachdem, welche Farbe euer Rentier bekommen soll. Dann schneidet ihr den Stoff mit 1 cm Nahtzugabe aus. Steckt die beiden Stoffteile rechts aufeinander. Lasst dabei eine Wendeöffnung in der vorderen Mitte des Körpers von ca. 4 cm. Dann näht ihr mit einem Geradstich die gesteckten Bereiche. Nach dem Nähen wird die Nahtzugabe außer am Bereich der Wendeöffnung auf 3 bis 5 mm zurückgeschnitten, gegebenenfalls an den Ecken bis zur Naht einschneiden. Danach wird die Arbeit durch die Wendeöffnung gewendet und die Rundungen ausgeformt. Dann stopfe ich den Körper mit ein bisschen Füllwatte. Als nächstes nehmt ihr euch 4 Holzstäbe zur Hand. Je nach gewünschter Länge der Beine sind diese ungefähr 8 bis 15 cm lang und bemalt diese mit schwarzer Farbe. Während die Farbe trocknet, verschließt ihr die Öffnung eures Rentierkörpers mit etwas Heißkleber oder per Hand mit dem Matratzenstich. Jetzt wird das Rentier verziert. Nehmt euch ein farblich passendes Schleifenband und knotet es einmal um den Rentierhals. Schneidet dann die Enden schön ab und fixiert die Enden mit ein bisschen Heißkleber am Rentierkörper. Als nächstes klebt ihr einen schwarzen oder roten Mini-Pompon als Nase auf den Rentierkopf. Aus einem kleinen Stück grauen Filz schneidet ihr euch 2 Ohren zurecht. Für das Geweih könnt ihr echte oder künstliche Zweige nehmen und diese dann auf den Kopf kleben. Die Ohren werden dann seitlich des Geweihs angeklebt. Aus schwarzem Filz schneidet ihr 2 kleine Kreise als Augen zu und klebt diese ebenfalls aus. Ein kleines Glöckchen klebe ich zur Verzierung auf den Knoten des Rentierschals. Als Schwanz dient ein weißer Pompon, der auch aufgeklebt wird. Nun braucht das Rentier noch Beine. Klebt dazu je 2 eurer angemalten Hölzer im spitzen Winkel aneinander und lasst dies erstmal gut trocknen. Dann wird jeweils ein Beinpaar vorsichtig an den Körper geklebt. Habt dabei etwas Geduld und haltet die Hölzer so lange, bis der Kleber ausgehärtet ist. Dann kann euer Rentier auf seinen langen Stelzen auch stehen. Für das zweite Projekt braucht ihr 4 Holzspatel, von denen ihr erstmal die Rundungen abschneidet. Als nächstes braucht ihr einen Bogen Tonkarton. Ich verwende hier welchen, der gemustert ist wie altes Papier. Aus diesem Tonkarton schneidet ihr nun 2 Stücke zu, an 19 x 12 cm. Die Holzspatel werden jetzt bemalt mit einer Mischung aus brauner und schwarzer Acrylfarbe und reichlich Wasser. Während die Hölzer trocknen,
nehmt ihr euch ein ausgeschnittenes Rechteck zur Hand und zeichnet darauf Hilfslinien mit einem Bleistift und einem Lineal. Ihr wollt das Blatt gleichmäßig aufteilen in 9 Rechtecke. Wichtig ist dabei, dass ihr noch Platz lasst für die Ober- und Unterkante, an die nachher die Hölzer geklebt werden sollen. In jedem Rechteck soll dann noch am unteren Platz sein für die Schrift. Sind eure Hilfslinien fertig, malt ihr in jedes Rechteck ein Geweih. Dabei kann ruhig variiert werden, denn ein Rentier gleicht ja nicht dem anderen. Unter die Geweihe schreibt ihr jeweils die Namen der einzelnen Rentiere. Es gibt natürlich Dasher und Dancer und Prancer und Vixen und Comet und Cupid und Donner und Blitzen. Und nicht zu vergessen, Rudolf. Den setze ich in das Rechteck in die Mitte. Wenn ihr fertig mit Vormalen bzw. Vorschreiben seid, dann könnt ihr die Linien mit einem schwarzen Feinliner nachziehen. Anschließend radiere ich die Bleistiftlinien noch aus. Jetzt wird das Schild zusammengesetzt. Zuerst klebe ich Vorder- und Rückseite mit einem Klebestift aneinander. Für den Rudolf wird nun noch ein Mini-Pompon in Rot zwischen seine Geweihe geklebt. Dann klebe ich auf die Vorderseite an den Ober- und Unterrand je ein Holzspatel mittig auf, sodass der an beiden Seiten gleichmäßig überhängt. Auf der Rückseite klebe ich eine Juteschnur als Aufhänger fest und dann klebe ich die beiden übrig gebliebenen Holzspatel von hinten gegen die anderen Holzspatel, sodass das Papier wie ein Sandwich zwischen den beiden Holzspateln liegt. Fertig ist damit dieses niedliche Rudolf-Schild. Vielen Dank fürs Zugucken. Für noch mehr weihnachtliche Inspiration schaut doch gerne auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es eine ganze Weihnachtsplaylist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!